Lieber Fallschirmsprung, obwohl ich Angst davor habe. Aber Tiefseetauchen habe ich noch mehr Angst vor. Beides, schwierig. Aber wenn ich wählen müsste, wie ich sterben würde, dann Fallschirmspringen. Höhenangst habe ich nicht. Aber ich habe Angst vor den Viechern, die im Wasser rumkreuchen und fleuchen. Ich bin der Meinung, wir gehören nicht ins Wasser. Wir gehören da nicht rein. Sonst hätte Gott uns Lungen gegeben oder gleich irgendwie Sauerstoffflaschen mit auf den Weg gegeben. Aber wir gehören da nicht rein und deswegen falsch. Wir gehören auch gar nicht in die Luft jetzt, wo ich es mir gerade überlegt. Aber lieber aus der richtigen Höhe aufklatschen, als gefressen zu werden von so einem Hai. Bah, ich bin jetzt in einem Alter, wo man nicht mehr in Disco geht. Man hört die anderen nicht mehr so gut, man kann die Luft nicht mehr so gut ab. Man ist in einem Alter, wo man mit Aussehen nicht mehr wirklich überzeugen kann, sondern mit irgendwie Sprüchen oder mit Weisheiten oder so einem Blödsinn. Und das kann man in der Disco nicht vermitteln. Und in der Bar kann dich dein Gegenüber schön saufen, das ist ein Vorteil. Je nachdem, was du für... Nein, Zukunft, weil obwohl je älter ich werde, desto mehr Vergangenheit hast du als Zukunft. Billy Connolly sagte einmal, jeden Tag bin ich ein bisschen näher am Tod dran als an der Geburt. Aber ich weiß nicht, ich gucke irgendwie lieber nach vorn, weil die Vergangenheit kann ich ja nicht mehr ändern. Also was in der Zukunft kommt, schau ich mal, Familie gründen wäre nicht schlecht. Nochmal eine Tour machen durch die Schweiz, Reiz der Schweiz Teil 2 oder sowas. So ein paar Projekte, vielleicht mal einen Kinofilm, Heidi nochmal neu auflegen. So ein Crossover, Heidi und trifft auf Wilhelm Tell, das hätte ich ganz gern. DJ Bobo, weil Dieter Bohlen kein Musiker ist. Dieter Bohlen kann nicht, der klaut ständig irgendwelche Lieder zusammen, der kann nicht singen, der klaut sich Melodien zusammen, der zockt die ganzen Jugendlichen ab bei DSDS, macht irgendwelche Knebelverträge. Dieter Bohlen auf gar keinen Fall. Flipflops, Lackschuhe sind unbequem. Ich ziehe mir das Bequemste an, was es gibt. Dieses Outfit ist mein Bühnenoutfit, das ist das Maximum, was ich schaffe. Und dann Flipflops. Ich würde am liebsten mit Flipflops auf die Bühne kommen. Am liebsten barfuß, am liebsten nackt. Es platzt mir immer noch der Kragen, aber ich würde ganz gerne es mit den Nuki Use haut, weil ich das irgendwie süßer finde und netter. Meine bessere Lebenshälfte arbeitet auch daran, dass ich eher so ein bisschen mich schweizerisch aufrege und nicht mehr so hart deutsch. Also momentan noch der Kragen, aber bald der Nuki. Ich platz bei der Kragen, es schlägt dir fast den Boden aus. Also so richtig rabiate, harte Worte und nicht sowas wie slupf mir die Decke. Das ist natürlich viel hübscher und süßer.